Dem Vorsitzenden erteile ich dir das Wort. Relativ leicht. Ich habe nur einen Punkt zur Beschlussfassung vorzubringen. Das ist eine Vereinbarung mit der BMW Österreich Holding GmbH sowie der BMW Motoren GmbH für die Übernahme der Kosten für Umbauten im Bereich der Hagerstraße. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir die Hagerstraße, die eine Gemeindestraße ist, im Zuge des neuen großen Verkehrskonzeptes von BMW auch umbauen. Wir werden die Straße verbreitern, wir werden einen Linksabbieger machen, damit geradezu Schichtwechseln der Stau weniger wird beim Tour 1. Wir werden eine Ampelanlage, eine situations- oder verkehrsabhängige Ampelanlage beim Verwaltungsgebäude machen. Wir werden den Anschluss für die Radfahrer verbessern. Wir werden die Gehsteige im Endeffekt verbreitern. Also eine große, große Hilfe für die Anrainer dort, weil dort der Verkehr besser fließen kann, das Verkehrsregime von BMW sowieso besser laufen kann, nicht nur was das Raus- und Reinfahren vor der Hagerstraße anbelangt, aber BMW macht eine große Geschichte. Die können dann den kompletten Lieferverkehr über die Bahntrasse dann in die Gusswerkstraße ableiten. Also es werden einige hundert Lkw-Fahrten pro Tag eingespart und für die Anrainer an der Hagerstraße ist das ein echter Gewinn. Und wenn wir das heute so beschließen, kann im Endeffekt schon im September damit begonnen werden. Es gibt auch eine Vereinbarung, dass im Zuge der großen Baumaßnahmen von BMW die Hagerstraße miterledigt wird. Mit dem heutigen Beschluss verpflichten wir uns, dass wir die Kosten für die Hagerstraße übernehmen, damit wir da auch keine Zeit verlieren. Ich ersuche um Beschlussfassung. Diskussionsbeiträge, bitte. Dankeschön. Ich bin zwar nicht der Konzern- und Mediensprecher von BMW, aber möchte trotzdem sagen, ich finde es sehr gut, dass BMW hier in Steyr bei den Verkehrsmaßnahmen bzw. bei dem Umbauten, was jetzt passiert, die Maßnahmen setzt, die auch die Gusswerkstraßenseite mit einbezieht und dort auch wahrscheinlich Parkplätze entstehen. Und ich denke, dass es auch ein Angebot an die Arbeitnehmer bei BMW sein wird, dort zu parken. Und wenn der Verkehr im Werk besser wird, wird auch wahrscheinlich das eine wesentliche Entlastung für den Stadtteil Münichholz bringen, wo wir ja wissen, dass in der Vergangenheit immer die Arbeitnehmer von BMW auch geparkt haben und dort halt ein bisschen auch mit den Anrainern kollidiert sind, was den Parkplatzsuchverkehr betrifft. Ich glaube, dass es da sicherlich auch, wenn der billiger geben ist, eine wesentliche Verbesserung geben wird. Gut, danke. Gibt es noch eine Wortmeldung dazu? Bitte, Frau Kollegin Frech. Geschätztes Präsidium, werte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates, ich hätte nur eine Frage diesbezüglich. Ich war selbst als betroffener Anrainer bei der Vorstellung von BMW im Werk, wie es um dieses Thema gegangen ist. Und mich würde es interessieren, was der Letztstand ist, was geplant ist mit der Ampelschaltung, nämlich ob diese Ampelschaltung permanent erfolgen soll, weil es sind dann ja zwei Ampeln in kürzester Distanz, nämlich die Blenkelberg-Ampel und die Ampel dann bei BMW. Das hätte mich einfach interessiert, ob man das eher bedarfsorientiert angeht, nämlich bei Schichtwechsel von BMW, was sicherlich einen Sinn macht, oder ob das was sein soll, was mehr oder weniger durchgeht. Das hätte mich einfach nur interessiert, ob man das schon weiß. Richtig ist, die Ampel, die dort errichtet wird oder ja, installiert wird, ist so getaktet, dass ich je nachdem, wie hoch die Verkehrsfrequenz ist, nachdem schaltet sie auf grün oder auf rot. Also und wird kann fast nur getaktet sein mit dem unten. Aber gesagt, grundsätzlich geht es darum, wenn viele rausfahren wollen, also Schichtzeiten beim Schichtwechsel, wird dort häufiger grün sein und wenn nicht, dann wird dort rot sein. Ich hoffe, okay. So beantwortet. Gibt es noch eine Wortmeldung? Dem ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer also mit dem vorgetragenen Antrag einverstanden ist, bitte ein Zeichen mit der Hand. Gibt es Gegenstimmen dazu? Stimmenthaltungen? Auch nicht. Somit einstimmig angenommen. Somit sind deine Tagesordnungspunkte erfüllt und ich gebe dir den Vorsitz zurück. Ich übernehme den Vorsitz und darf dich um Berichterstattung ersuchen.